Frau Milagro, können Sie uns Ihr schlimmstes Rassismuserlebnis am Theater erzählen? Eine Studie belegt, dass Männer mit Migrationshintergrund und LGBTQIA+-Personen an Theatern jetzt sogar schon bevorzugt werden. Seriously? For real? Dein Ernst? Warum beginnen Debatten über die zeitgenössische deutsche Kunst- und Kulturszene eigentlich so oft bei minus 100? Mein Name ist Lara Sophie Milagro, ich bin Schauspielerin und ich hatte darauf keine Lust mehr. Bei uns gibt's Raum für Empowerment anstatt Erklärschleifen. Wir wollen Diversitätsdebatten weiterdenken, inspirieren und inspiriert werden und dabei gut aussehen und glitzern. Dekolonisieren und glamourös sein eben.